Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gwent, wo ich mich erstmal dafür entschuldige, dass es letzten Freitag keine Folge gab. Ich habe letzte Woche meine Wiederkehr nach Schland vorbereitet und durchgeführt. Deswegen musste ich leider einige Sachen machen, die man nicht jede Woche noch macht, zusätzlich zur normalen Arbeit. So Benutzerkonten bei allen möglichen Institutionen schließen, die natürlich sehr froh sind, wenn man hinkommt und Geld bei ihnen ausgibt. Oder man sagt, ich möchte jetzt gerne aufhören, regelmäßig Geld zu bezahlen. Geht das irgendwie? Nicht so. Deswegen hatte ich leider keine Zeit. Aber dadurch habe ich jetzt den neuen Patch, erwische ich gleich jetzt mit dieser Folge mit. Und kann ich das Markermann Ale Festival. Deutschland Festival ist das richtig? Gibt es im Deutschen auch den Begriff Ale als geschütztes Bier? Bin mir nicht sicher. Ich krieg den Unterschied zwischen Bier, Starkbier, Bockbier und Doppelbock so gerade einigermaßen auf die Reihe. Ich weiß nicht, ob es Ale auch als Kategorie gibt. Jedenfalls haben wir jetzt einen zusätzlichen Einzelspielermodus, das Markermann-Elfest. Hier ist das Markermann-Elfest. Aber nicht genug Platz für Festival. Das ist einfach nur Fest. Hier machen wir. Also das Markermann-Elfest ist das erste von sogenannten saisonalen Sonderereignissen. Das kann man jetzt hier noch die nächsten fast 2 Wochen vom Aufnahmezeitpunkt aus spielen. Belohnt wird man mit Erz und Avataren und weiterem Erz. Und hier, glaube ich, ein Titel: Superber Schluckspecht. jedenfalls können wir jetzt hier zusätzliche Herausforderungen machen. Die sind gegen die KI und nicht gegen andere Spieler. Ja, also die Inspiration dafür waren sicherlich so ähnliche Sachen wie beim Hearthstone'schen Tavern Brawl. Schauen wir mal, wie lustig das ist. Alle kennen Mahakam, aber nur wenige haben die berühmte Zwergenfeste von innen gesehen. Ältester Bruder Hoag traut Reisenden nicht über den Weg und öffnet ihnen nur widerwillig die Tore. Außer sie wollen das große Mahakama Bierfest besuchen. Alle 25 Jahre öffnet Mahakam seine Pforten für alle, die feiern wollen, nämlich die Trunkenheit. Obwohl die Getränke hochprozentig sind und der Kater danach brutal ist, verläuft das Fest für gewöhnlich friedlich. Außer das eine Mal, als Gäste aus Gellige behaupteten, sie könnten mehr trinken als die Zwerge. Eine solche Beleidigung konnte Bruder Hoag nicht auf sich sitzen lassen. Natürlich nicht. Wenn hier einer gut trinkt, dann die Zwerge natürlich. Wer sonst? So. Machen wir erstmal die Gläserprobe. Für jeden von diesen drei Ereignissen hier gibt es einen normalen und einen leicht schwereren Modus. So, wir haben kein Zeitlimit. Offene Bar. Gerade war sehr schöne thematisch passende Karten, auch wenn das wie Horn des Kommandanten funktioniert und Horn des Kommandanten effektiv ist. Aber offene Bar sind natürlich besser als Horn des Kommandanten. Was können wir selbst zwergen sollten? Ich hätte gerne noch ein paar Mal Hackermann und Verteidiger. Das ist schon einer. Hallo. Okay, ich glaube, damit bin ich einigermaßen zufrieden. Verdorbenes Bier. Erzähler war sich nicht ganz sicher, ob er das als Ale oder Bier bezeichnen sollte. Willkommen zum großen Hackermann Ale Fest. Die Karten haben in diesem Modus Fähigkeiten, von den Fähigkeiten aus dem Mehrspiel muss abweichen. Das ist auf der Hut und viel Spaß. Denk daran, dass du miterlebt hast oder einmal aus dir auf das Dialog springen kannst. Seid guten Mutes und fest. Es ist Zeit für das große Bierfest. Lasst uns feiern, bis die Hallen unserer Ahnen wackeln. So, wir starten hier auf beiden Seiten schon mit betrunkenen Leuten, nämlich betroffene und besoffene Matrosen auf der einen und betrunkenes Zeug auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir bringen erstmal Japen raus hier, ne? Oh, den Widerlingen steht ein Universum aus Schm. Noch eine Runde! Ich zeig euch, was ein Skelliger saufen kann! Trollig! Der alte Trottel denkt, er kann uns unter den Tisch saufen! So, dann bringen wir auch noch die Marke mit Verteidiger. Du das ist ja hier denn los. Wird gekräftigt, wenn ein betrunkener Matrose erscheint. Das ist ja unterhaltsam. So, jetzt hat der auf Gegner auf seiner Seite schon Mahakama Ale. Kräftiges Beginn des Zuges, die benachbarten Einheiten um 1. Getrunkene Matrosen als zufällig gewählte Reihe. Einer kann nicht gekräftigt werden. Okay.
Also ich würde ein bisschen gerne jetzt Jarpen in die erste Reihe verziehen und zwischen Jarpen und die Markham-Verteidiger auch ein Ale legen. Deswegen nehmen wir unseren Zwergen. Ich übe für sich, meine Zunge damit zu strapazieren. Hier nehmen. Das war nicht besonders gut gespielt, KI. Muss ich ehrlich mal sagen. Ich meine, du bist immer noch vorne, aber... Es ist zu fein mit mir zu saufen, hä? Lass den Met in Strömen fließen! Also einer aus wird sich mindestens 6 betrunkene Matrosen in der Schlachtfeld befinden. Goldener Schaum auf die Reihe dieser Einheit. Kräftige jeden, mein Gottes Willen. Alle Einheiten um 1. Allerdings sind gar nicht so viele Einheiten hier. Wisst ihr, die kleine Menge Bier in der Reihe, aber nicht so viele Einheiten. Aber trotzdem. Ob man die Idee dafür hat. Hat er wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesoffen. Psst. So, Wie lebt es sich? Weil wir jede Menge Stärke in die nächste Runde übernehmen mit unserem Marker, mit Verteidigern und mit Jarpen, ist es hier in dieser ersten Runde, glaube ich, nicht so besonders schlimm, wenn wir hier mit Kartennachteil verlieren. Selbst wenn wir mit deutlichem Kartennachteil verlieren, der Gegner hat dafür hier irgendwie ganz verrückte Sachen. Ich kann natürlich noch ein weiteres Ale oder Verdorbenes generieren. Ich kann das natürlich auch ein Verdorbenes machen. Aber das kann ich nur auf Mahakama, nicht auf das... Okay. Verrückt. So, wenn er das intelligenter positioniert hätte, würde ich mir das vielleicht überlegen, aber... Ah, machen wir mal hier Verdorbenes, komm. Fügt mir davon allein 2 Schaden zu, okay. So, wir werden jetzt jede Runde noch weiter gebufft mit Jarpen und dem Hackermann-Verteidiger. Deswegen machen wir mal die Bar auf, oder? Oder könnt alle verbündeten Zwerge um 2 stärken? Das reicht mir aber trotzdem, glaube ich, nicht. Ich habe zurzeit 18, ich habe zurzeit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also kriege ich da noch 18 dazu. Plus die 4 von dem. 22, das würde doch schon tatsächlich reichen. Hier würde ich aber auch 20 kriegen. Das Ding könnte ich aber nicht, kann ich aber nicht buffen. Ich kriege aber dadurch kriege ich noch 2 Punkte zusätzlich. Reicht das auch? Aber derzeit muss ich berechnen, dass beim Gegner kommen noch besoffene Matrosen wieder dazu. Von daher machen wir doch mal den Gruberplan. Haltet euch bereit! Jetzt ist Bruver dann! Oha, sieh zu, dass du deine kleinen Hosen nicht sprengst! Schnauze! So, das reicht trotzdem noch nicht. Ja, dann sind wir halt 3 Karten hinten. Nützt alles nix. Aber ich werde, glaube ich, einen Zwergen sollte eigentlich reichen. Ist überflüssig, meine Zunge damit zu strapazieren. Trink! Freunde, rollt ein Fass Schädelsprenger herein! Das haben wir auch so betrunken, das haben wir auch so ein Fass natürlich. Na gut, schauen wir mal. Du kannst deinen Gestank nicht verstecken. Ich denke mal, ich werde jetzt Runde 2 einfach weiter ausspielen, weil ich habe noch da meine starken Einheiten auf dem Feld. Von daher lassen wir den einfach. So. Jedenfalls kann ich noch Sachen verschieben, von daher spielen wir erstmal einen Elder wieder dazwischen. Prost. Wenn nämlich sowas jetzt passiert, dann kann ich immer noch mit Soltan darauf reagieren. Double Chase! Möge Modron Freya uns behüten und beschützen. So, noch ein L? Noch ein L! Saufen oder nicht saufen? Du setzt doch nicht aus, oder? Nicht doch. Ich hab doch nur das Schmelzchen geholt. Selbst gemacht. Ah, das Schmelzchen, das gute Schmelzchen, ich sehe das schon. So, habe ich eh keinen in die nächste Runde übernehmen. Kann ich ihn, glaube ich, irgendwo hinlegen.
gehst du denn an die Esserei? Das ist das schlechte Bier, hier, Mann. Der Jungfrau, Mutter und musst du weggehen von dem schlechten Bier. Ist zu fein mit mir zu saufen, hä? Oder was? Wie lebt es sich? Ei. So ein mieser Hund da drüben hier. Naja, so. Ach, den kann ich nicht buffen, dann holen wir das hier hin. Bauf! Schnell! Mach zu. Wir haben zu viel verdorbenes Bier auf dem Feld! Schnell die Bar aufmachen, Mann! Herr, der da drüber kommt. Mach zu! Hi ho, Kleiner! Heute trinkst du mit Kriegern! 20, das klingt aber nicht fair, was du da machst, Gegner. Aber wir haben voll Sauerstoff. Markam, Schmarkam. Schnauze, Mann. Hakama ist das beste Bier, Mann. Keine Ahnung, der Typ da. So. Kampf der Barden. Kaum war der Streit zwischen Zwergen und Skelliger beigelegt, bahnte sich erneut Ärger an. Drake Bondu prahlte damit, dass unter allen Barden der Welt nur er den berüchtigten Refrain von »Die Jungfern von Vicovaro« fehlerfrei zum Besten geben kann, nachdem er eine Flasche Mahakama-Schnaps geleert hat. Als Rittersporn dies hörte, schnappte er sich die nächstbeste Flasche, leerte sie in einem Zug und ließ die Finger über die Laute huschen. Klingt episch. So. Greifkampf der Baden, locke 4 Feierlöwen in deine Ferne frei, um zu siegen. Lies die Kartenschreiben genau durch und spiele sie elegant aus, um das Herz des Publikums zu gewinnen. Es kam der beiden Baden vor, nur noch Zuspruch zu finden, gilt der Wettbewerb als unentschieden. Meine Damen und Herren, verehrte Zwerge, lauscht nun der Ballade eines bescheidenen Barden. Hör auf zu quasseln, Rittersporn, du schläferst alle ein. Ich sag nicht. So, der Gegner hat gar keine Karten. Na, anders als ihr vielleicht erwarten würdet, geht's hier nicht darum. Hört nun von Helden und Göttern! Geht's hier nicht darum, die meisten Punkte irgendwie zu haben? Sondern man muss halt, beide Seiten versuchen halt, 4 Feierlöwen in ihre Fernkampfreihe zu ziehen. Drake verschiebt alle 3 Züge bis zu 2 zufällig gewählte Feierlöwen aus der Nahkampfreihe mit den meisten Löwen in Drakes. Achso, aus der Nahkampfreihe mit den meisten Löwen in Drake-Bundes, okay. Das heißt, der versucht, welche in seine Fernkampfreihe zu ziehen in 2 Zügen. Bis dahin müssen wir halt dafür gesorgt haben, dass er nicht mehr ganz so viel ist. Wir haben als Mittel, um das Board zu beeinflussen, haben wir Priscilla, mit der wir bekindet sich keine Pfeilhöfe, Nahkampfreihe, verstehen wir eine gegnerische Pfeilhöfe, die Fernkampfreihe, du machst 2 Zügen Priscilla zurück auf die Hand. Den spielen wir die zuerst mal. Du solltest auf mich warten, ich hab's dir 3-mal gesagt. Psst, Priss, später, wir müssen gewinnen. Wenn die jetzt gerade relativ sinnvoll ist, da sie relativ sinnlos ist, wollte ich damit ausdrücken. So. Jetzt müssen wir, ansonsten, wenn wir das nicht machen, werden jetzt die 4 Feierlöwen in seine Fernkampfreihe verschoben und der Gegner gewinnt. Deswegen müssen wir jetzt hier mit wundervoller Melodie eine von denen in unsere Fernkampfreihe ziehen. Wait. Ich will einfach in die gegnerische Nahkampfreihe. Bist du 2? Achso, dann bist du 2. Na gut, dann haben wir noch Zeit. Gut, dann können wir jetzt einen von unseren in die Fernkampfreihe verschieben. Hallo Mahakam! Habt ihr Spaß? Es geht auch besser, Dandelion. Rittersporn! So, wir haben immer noch Leute in der Nahkampfreihe, von daher sie zu spielen ist aber nicht besonders sinnvoll jetzt gerade. Sondern wir schieben jetzt unsere in die gegnerische Nahkampfreihe. Der Wolfsspur nach folge ich in den Schneesturm. Hä, hey, das ist nicht mal deine Ballade. Echt mal, das ist Geralts Ballade, Mietz. So.
So, jetzt haben wir aber keine Pfeile und wenn wir in der Nahkampfreihe, von daher... Zeigen wir ihnen, was wahre Kunst ist. Können wir jetzt eine vom Gegner zu uns holen. So, jetzt müssen wir die Fähigkeit von Dirk Mondo ganz beachten. Der schiebt halt Gegner aus der Nahkampfreihe mit den meisten Leuten halt in seine Fernkampfreihe bis zu zwei. Er hat halt schon zwei in seiner Fernkampfreihe, von daher müssen wir jetzt da was von abziehen. Sonst gewinnt er in zwei Zügen auf jeden Fall. Oder müssen wir es aus der Nahkampfreihe spielen? Das ist, glaube ich, relativ egal, wo wir das herziehen. Ja. Naja, bis zu zwei Feuerlöwen aus der Nahkampfreihe in die Fernkampfreihe zieht. Gleich. Nach dem nächsten Zug. So. Wait. So, jetzt können wir noch eine Bronze-Feuerlöwin in die Fernkampfreihe verschieben. Können wir das auch auf seine ansetzen? Okay. Dann machen wir das mal. Zugabe! Zugabe! Plätze? Wie in aller Welt bist du? Ach, egal. Plätze kommt immer. Und immer. Plötzlich geht immer. So. So, jetzt schieben wir die wieder in die gegnerische Nahkampfreihe. Danach benutzen Priscilla. Ja, sehe ich das korrekt? Ich hoffe, ich sehe das korrekt. Ich habe es nicht so ganz verstanden. So, ich muss jetzt aber sorgen, dass meine Fernkampfreihe leer ist. Deswegen machen wir jetzt hier wir das. Ihnen, was wahre Kunst ist. Jetzt schieben wir Feuerlöwen zu uns. So. Wenn ich irgendwelche verbündeten Feuerlöwen gehabt hätte, hätte ich die auch noch verschieben können. So, und dann jetzt schieben wir wieder was in die Nahkampfreihe. Was ja wohl? So. Ich glaube, da gibt es ein besseres Schema. So, jetzt schieben wir den Fernkampf. Meister Rittersporn, bekomme ich bitte ein Autogramm? Hier, unter meinem Rock. Mal ehrlich, Drake. Das Ergebnis stand nie wirklich in Frage. Genug! Runter von der Bühne! Unsere Ohren ertragen das nicht länger. Okay. Das hätte man, glaube ich, noch ein bisschen optimieren lassen können, wenn ich nicht so verwirrt gewesen wäre. Gut. So, jetzt auftritt Schluckspecht. Auch wenn Bruder Hoog eigentlich schon genug Spektakel hatte, kam noch ein drittes hinzu. Gegen Ende des Abends stürmten drei unerwartete Gäste das Fest. Überraschenderweise waren das weder Zwerge noch Menschen, sondern Felstrolle. Sie waren beleidigt, da Hoog ihnen keine Einladung geschickt hatte und fingen an, die Halle zu verwüsten. Die meisten Krieger waren bereits außer Gefecht. Sie hatten den Kampf gegen den Met verloren. Aber nicht Odrin. Der tapfere Catwin-Krieger wischte sich den Schaum vom Bart und erhob sich, um gegen die wütenden Trolle zu kämpfen. Und die Schwerkraft. Oh yeah, mit Schwerkraft habe ich auch so einige Erfahrungen, mein Freund. Weil ich auf dem Gebiet der Gravitationsforschung arbeite, das meine ich damit, dass ich mit Schwerkraft Erfahrungen habe. Natürlich, so. Was an der Hand? So, interessanterweise haben wir eine Mischung von verschiedenen Fraktionen auf der Hand. Das irritiert mich noch gerade so ein bisschen. Mal sagen, wir schieben mal den einen Donnerschrank weg. Den möchte ich gerne behalten. Okay. Gar nicht gut. Seht ihr auch die Trolle? Trolle auch riech Wasser schlucken. So, wir haben zwar Zähigkeit, aber nachdem wir beim letzten Mal das harte 2-0 durchgezogen haben, machen wir jetzt mal was konstruktiv komplett anderes.
Wir machen einen Dry Pass in Runde 1. Die KI in Gwent ist leider so ein bisschen doof. Ich hätte gerne mal so... Abudit, Fünferkönig! Nicht so schreien, mein armer Kopf! Ich mach gerne mal so bescheuerte Sachen wie das gerade. Da nehme ich ihre mächtigste Karte spielen, weil sie doch prämiert ist, die erste Runde mit ihrer mächtigsten Karte anzufangen. Weil welcher Idiot kommt auf die Idee, in der ersten Runde einfach zu sagen, ach, nimm mal. Wo zur Hölle bin ich? Außer verrückte Idioten wie ich natürlich. So. Jetzt zur zweiten Runde können wir mit unseren Hackermann-Verteidigern halt hart auf Zähigkeit gehen, die buffen, wenn der Gegner irgendwas spielt, dann können wir das wegbringen. Können wir das ausschalten, meine ich. Trinken wie so viel noch nie! Dreiberg-Infanterie! Schwestern, sehr bald! So, spielen wir mal Marke. Marken! Verpiss dich, verdammter Felsfresser! Hey! Kannst du einfach mit einem Hackermann-Jungs hier verzehren? Na gut zu wissen, dass denn jetzt hier Trollen aus Werden. Ach, die alte Trollen aus Werden. Na gut! Mahakam! Jetzt soll ich noch einen Moment warten können, Mietz. So, dann spielen wir jetzt mal O drin. Einer verfügt über permanente Zähigkeit. Dumm Mensch! Wohin des Weges? Ich geh wohin ich will! Oder man verschiebt sich jetzt selbst immer jede Runde. Und wenn er irgendwohin verschoben wird, wo Einheiten sind, dann werden die gebufft. So. Und? So. Schieben wir mal ein. Wie lebt es sich? Ganz natürlich sehr schön von Odrin, wenn er sich in die Nackenbleibe geben könnte. Nope. Odrin hat da keinen Bock drauf. So. So, wir haben noch nichts auf dem Friedhof, außer doch, wir haben Hacker mit Verteidiger auf dem Friedhof. Verbeugt euch vor Modron Freya. Willst du meine Arbeit so schnell kommen? Trollprügel, Trollala! So, jetzt gerade sind noch alle Einheiten angeschlagen von unserem Meister der Meister. Meister? Deswegen kräftigen wir mal alle Verbündeten Stärke um die Hälfte ihrer Stärke. Und jetzt zwei. Wir werden dir immer folgen, bis ins Feuer! Mama, komm und guck, wie sie marschieren. König Avudit, er ruft! So, Trio, kräftige Trollolo um 2 und füge ihm Zähigkeiten. So, ja, Trollolo hast du ja in der ersten Runde schon gespielt, Trollolo. Trollololo. Na gut, so. Ja, ich könnte natürlich ihn wieder benutzen, um hier meinen Hackermann-Verteidiger wieder zu stärken. Ich versuche dann mal nach einem hübschen Einsatzzweck für die hübsche Puppe hier. Hübsche Puppe. Spielen wir erstmal Hackermann-Verteidiger. Dankeschön. Das war sehr hilfreich. So, dann machen wir den nochmal. Huch. Keine Fähigkeit. Keine Fähigkeit. Okay. Dann hat das keine Fähigkeit. Dann sieht es nur so aus wie. Huch. Wie eine andere Karte, die wir kennen. Echt, das ist keine Fähigkeit. Voll. So. So. 100.000 heulende Höllenhunde. So. Noch irgendwas Tolles? Schon Einheit Schaden zu fügen.
So, der Gegner macht ein bisschen Carryover durch die Harpieneier. Auch nicht übertrieben viel. Also wieder Donnertrank. Oh, mein Harpieneier. Ich sehe das schon genau, mein Freund, was du hier machst. Ich sehe das schon ganz genau. Und dann ein bisschen Schaden. Elfengeschwätz. So, jetzt brauchen wir nicht mehr so viele Punkte. Ich überlege mir jetzt, ob ich welche von den Eiern ausschalten will oder ob ich einfach stumpf meine Markmann Verteidiger weiter buffe. Oder noch Odrin irgendwo hinziehen und buffen. Machen wir mal halbe Maßnahmen. Schieben Odrin mal hier hin. Die Reihe war vielleicht nicht besonders schlau von mir. Aber ich meine, ich gewinne die Runde so oder so. Okay. Also schön viele. Schön viele Harpien, aber Harpien sind nicht ganz so krass wie meine. Skellige! Nicht ganz. Oh, Trollolo. Was ist denn da los? Warte mal, hier, ich hab noch was. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Das ist eigentlich relativ egal. Für Mahakam! Mahakam! So knapp gewonnen. Ich hab gewonnen! Aber was? Oh. Atrollo hat einen guten Plan. Die erste Runde überlegen gewinnen. Dann die zweite Runde alles reinschmeißen. Und dann, ne, dritten Runde ist sein Plan nicht so ganz aufgegangen, aber es war ein guter Plan. Gruber Hoog zog zwei Schlussfolgerungen aus der ganzen Sache. Erstens, Pflaumenbrand sollte nie mit Zitronenschnaps gemischt werden. Zweitens, nächstes Mal sollte er die Trolle einladen oder seinen Wachen befehlen, nüchtern zu bleiben. Seine Gäste verließen Mahakam in der Hoffnung, in 25 Jahren wieder dabei zu sein und dass der Kater bis dahin abgeklungen sein möge. Coole Idee. So, damit haben wir die Standardmodus von den Herausforderungen geschafft. Es gibt nur den Expertenmodus. Die Herausforderungen sind nicht hart genug für dich, Mietz. Dann haben wir genau den richtigen Modus für dich. Was nochmal schwere Variante von Gläserprobe, Kampf der Barden und Schluckspecht gibt. Aber das machen wir, glaube ich, erst in einer nächsten Folge. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.